Es ist inzwischen Ende Januar und wir wollen euch eine kleine Übersicht geben, was wir hier so alles auf unserem Hof machen um diese Jahreszeit. Im Winter ist das Füttern für uns alle ein Tageshöhepunkt. Der Geselligkeit wegen und des kulinarischen Genusses wegen. Man isst ja bekanntlich, was man isst. Es gibt dann auch solche hier, die gerne erst einmal mit ihrem Essen spielen. Und mich dann auch noch zum Mitspielen auffordern. Die Esel müssen im Winter viel im Stall bleiben, weil ihre kleinen, harten Hufe einfach auf der feuchten Wiese zu viel Unheil anrichten würden. Aber sie dürfen jeden Tag ein bisschen raus zum Luft schnappen. Das finden sie ganz toll. Naja, Ior und Nell. Gordon geht das weniger energisch an. Er ignoriert selbst Flora, die über den Zaun hinweg Freundschaft schließen will. Tim war sehr tüchtig am Werk in unserem jungen Wäldchen. Da gab es viel auszudünnen. Jetzt muss Henry mithelfen, um das Holz alles näher ans Haus zu schaffen. Flora scheint auch mitzuwollen. Sie stellt sich gleich mal neben Henry, in der Hoffnung, auch mit dem Geschirr losziehen zu dürfen. Are you queuing up for work, Flora? She is, isn't she? Flora, it's only Henry's turn today. I can only work with Henry. Sorry, you might have a go tomorrow, okay? You can watch us over the fence. Henry macht das immer ganz toll im Wald. How's it going down there? Ooh, there's a big lump. It's just muddy. Muddy, eh? Fine. Nachdem wir im Wald fertig sind, geht es aufs Kartoffelfeld. Da muss ein Entwässerungsgraben vom überwucherten Gebüsch befreit werden. Bevor wir das Pferd anspannen, müssen wir die Zweige bündeln und zusammenbinden. Trained to whistle yet. Flora! No. Come on. Dann darf auch Flora ran an die Arbeit. Wie ihr Vater macht sie das ganz routiniert und ruhig. Als die Pferde ihren Teil der Arbeit geschafft haben, holen wir noch einen Mini-Bagger zur Hilfe, um die letzten größeren Wurzeln und Stammstücke herauszuziehen und zu beseitigen. Dies war einmal ein sehr unproduktiver Obstgarten. Aber dieses Jahr wollen wir versuchen, hier Kartoffeln anzupflanzen. Das Holz, das jetzt dank unserer Pferde neben dem Brennholzschuppen liegt, muss jetzt zersägt und in Scheite verarbeitet und dann gestapelt werden. Also noch reichlich zu tun. Eine unserer freundschaftlichen Arbeitsgruppen, die hier Mehl, gälisch für Zusammenarbeit, genannt werden, hilft uns im Obstgarten hinterm Haus etwas aufzuräumen. Jeden Tag verbringe ich ein bisschen Zeit mit den Tieren. Das genieße ich immer sehr. Es hat aber auch einen Zweck. Fast alle Tiere hier werden zur Therapiearbeit eingesetzt. Da ist es wichtig, stets an unserer Zusammenarbeit und einem freundlichen sozialen Umgang und guten Manieren zu arbeiten.
Prinzessin Feenstaub macht das in ihrem speziellen Schweinehalfter mit dem Spazierengehen schon ganz toll. Georgie, das Kaninchen, hat auch so ein Halfter, nur ungefähr 20 Größen kleiner. Sie darf im Gras umherhoppeln, gut für ihr Selbstvertrauen und um Trudi klarzumachen, dass dieses Kaninchen nicht gejagt werden darf, sondern Teil der Familie ist und Anspruch auf freundliche Unterstützung von uns allen hat. Wir arbeiten außerdem an einem Buchprojekt. Dazu werden wir euch bald mehr erzählen. Hallo Tim, what are you doing? The book. As always. The book. Aber bis dahin arbeitet vor allem Tim viel daran an seinem Computer. Es freut uns immer riesig, von unseren Abonnenten zu hören. Exciting, isn't it? It's exciting. I like getting parcels. Und mal wieder kam ein liebes kleines Weihnachtspaket, etwas verspätet, aus den USA hier an. It smells fantastic. Mexican Hot Chocolate Kit. Mexikanische heiße Schokolade mit Quirl. Little camel droppings. Glittery gingerbread person. So this is from Claudia and Cameron and Taylor. So thank you so much, guys. That's thank you. Wow, what a treat. What a wonderful, wonderful treat. Mm-hmm. Okay, so how does it work then? I'm not quite sure. I'm just following instructions. I've never been to Mexico and never owned one of these before. We could look it up on YouTube. We could, yeah. But look, there's little holes here. So I think the air that's in there is supposed to be twirled into the hot chocolate. Like so. Cheers. Thank you. What a treat. Unser Winter war bis jetzt so mild, dass die Wiesen noch wundervoll grün aussehen. Judy! Judy! Hey, well done! Good girl! Der Riesenknoblauch sprießt auch schon tüchtig. Er wächst nicht ganz gleichmäßig. Wieso, wissen wir noch nicht so genau. Die Narzissen nicken uns auch schon mit ihren goldenen Köpfen zu. Dieses Jahr über einen Monat zu früh. Der Ginster blüht ja eigentlich das ganze Jahr über. Aber wenn die Sonne ihn dann an einem warmen Tag anstrahlt, fängt er auch wieder an, wundervoll zu duften. Der Rhabarber entfaltet auch schon seine Blätter. Ich habe es mehr auf die Stängel abgesehen für Rhabarberkuchen. Und die Weidenkätzchen werden schon von den Bienen umsummt. Ein erster Frühjahrssnack. Alles in allem ein guter Start ins neue Jahr. Wir hoffen, den hattet ihr auch.